Erstmal bin ich froh über das Ergebnis. Das ist, denke ich, schon eine Hausnummer, wenn man 2-0 KFC Oerding hier zu Hause schlägt. Das, denke ich, bringt auch Selbstbewusstsein für unsere Truppe. Ganz zufrieden nicht. Das gehört aber auch immer so dazu, wenn man eine Mannschaft hat, die so in der Konstellation nie zusammengespielt hat. Das heißt, ein paar Abläufe waren nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber insgesamt von der Laufleistung, von der Art und Weise, glaube ich, wie wir nachher nach vorne verteidigt haben und dadurch auch Torchancen im Endeffekt kreiert haben, war es dann noch ganz schön okay. Also insgesamt möchte ich erstmal unsere Mannschaftsleistung bewerten, weil das ist für mich das, was im Fokus steht. Und den Vieren wollten wir die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu geben. Ich denke, es gibt nichts, was die Spielpraxis ersetzen kann. Deswegen war es gut. Ich freue mich für Jule, dass er wieder da bei uns Minuten sammeln konnte. Hat er ja schon mal gemacht. Auch für Alex und für Sergio, der das Tor auch dann, denke ich, gut verwertet im 16er. Genauso wie für Jeremy Tolian. Ich denke, das war schon dadurch eine runde Sache. Und nochmal Spielpraxis ist doch nicht zu ersetzen. Also wir kennen es ja aus dem letzten Jahr. Und deswegen habe ich eben auch schon gesagt, ich hoffe, dass das Ergebnis einfach dann Auftrieb bringt, dass man nach so zwei guten Spielen, die wir geleistet haben, auch dann wieder gut anknüpfen kann. Wir sind es gewohnt, aus so einer Situation herauszukommen, und das werden wir auch dann gut machen.